der letzten Zeit begegnet mir häufig ein Wort, was ich mit Unzufriedenheit benennen würde. Es ist eigentlich mehr als ein Wort, es ist ein Zustand, in dem sich Menschen befinden. Unzufriedenheit mit den Dingen, die man im Alltag erlebt. Unzufriedenheit mit den Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind und die nicht befriedet sind, die nicht im Frieden Gottes abgeschlossen sind und die nicht im Frieden Gottes ruhen. Das sind Dinge passiert, mit denen wir nicht so ganz zurechtkommen, die wir anders erbeten haben, die nicht sich so gezeigt haben, wie wir es erwartet haben. Und wir sind unzufrieden mit der Situation, in der wir jetzt stehen. Wir bezeichnen sie als Wüstenzeit. Und wir bewegen uns aus dieser Wüste kaum heraus, weil dieses Gefühl der Unzufriedenheit, nicht im Frieden mit Gott zu sein, uns vollkommen im Inneren beherrscht. Und das ist genau das Ziel des Feindes, das er mit uns hat, dass er uns immer separieren möchte, herausbringen möchte aus dem Frieden mit Gott. Wir sollen nicht darin ruhen, sondern wir sollen unzufrieden, unruhig, auf der Hetze, auf der Hatz sein, in den negativen Dingen, in den Erwartungen, dass wir ja in dieser Wüste niemals rauskommen werden. Aber der Herr hat eine große Verheißung gegeben und er hat uns dieses Friedensgeschenk gemacht. In der Bibel lesen wir, dass er sagt: Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, seid auch nicht furchtsam. Wenn du im Moment das Gefühl hast, dass du unzufrieden bist, musst du ganz neu wieder den Herrn suchen. Du musst ihm das sagen, ihm das hinlegen, ihn bitten, dass er wieder seinen Frieden auf dich lagert. Du musst dich selbst hineinbewegen in diesen Frieden Gottes. Der Friede Gottes will sich um dich lagern. Ruf dieses Wort mit dieser Verheißung in dein Leben hinein. Proklamiere das, dass dir der Friede Gottes gehört. Der ist höher als alle unsere Vernunft. Der Friede Gottes steht dir zu als sein Geschenk. Gib neu die Dinge hin, die dich so beschäftigen, die dich unruhig machen. Sei nicht bestürzt darüber, sondern greife nach diesem Frieden, den Gott dir schenken will. Jesus selbst möchte neu dir diesen Mantel des Friedens umlegen, diesen Raum des Friedens schaffen, dass du darin zur Ruhe kommst. Er möchte nicht, dass du unruhig und furchtsam und gestresst bist, sondern er möchte diesen Frieden um dich lagern. Halte das fest heute, dass du dich in den Raum des Friedens hineinbewegst, dass Gott selbst dir diesen Frieden zuspricht. In deine Situation, in deine Wohnung, in dein Haus, an deinen Arbeitsplatz, überall, wo du das Gefühl hast, da stimmt irgendwie dieses Friedensangebot nicht überein mit dem, was Jesus dir gesagt hat. Bitte ihn um ein Rema-Wort, wenn du in der Bibel liest. Bete zum Heiligen Geist, dass er dir das eröffnet, dass er dich da hineinleitet, so wie es die Bibel sagt, in alle Wahrheit, in das, was das Wort Gottes zu dir sagt. Sprich nicht dieses Negative immer über dir aus, dass du sagst, ich bin in der Wüste, da wird sich nichts verändern, immer wird es schlechter und ich bin immer unruhig und die Dinge werden sich nie verändern. Das ist eins zu eins das, was der Feind zu dir sagt. Der Herr sagt dir, meinen Frieden gebe ich dir. Und das ist etwas, was heute für dich gilt, was du neu ergreifen sollst. Sein Friede gehört dir. Er will sich in dich ausgießen, sich um dich lagern. Du sollst völlig eingebettet sein in seinen Frieden. Das wünsche ich dir, dass du das ganz neu erlebst, ergreifst, festhältst und damit heute weitergehst. Gott hat mehr für dich.